Herzlich willkommen zu Grotenburg TV. Heute nach dem 3-1 gegen Oberhausen 2 bei mir Jochen Höfler. Das Spiel über weite Strecken dominiert. Beschreib das mal aus deiner Sicht. Ja, wir gehen natürlich unglücklich direkt am Anfang in Rückstand, in der 4. Minute schon. Aber wir haben natürlich dann Oberhausen aggressiv unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen und bis zur Pause das Spiel schon verdient gedreht gehabt. Du und der Schiri, ihr geht nach dem Spiel wahrscheinlich kein Bier mehr trinken. 2 Elfmeter hätte man pfeifen können. Wie siehst du das? Ja, bei dem einen gibt er mir unberechtigterweise eine gelbe Karte für eine Schwalbe und bei dem anderen, der war noch klarer, das habe ich auch zu ihm gesagt, wo er dann auch meinte, den kann man pfeifen, aber hat er halt nicht gemacht. Aber sonst ein Tor gemacht, noch 2, 3 Chancen aus dem Fuß. War Oberhausen schwächer, als ihr erwartet hattet? Nein, nicht schwächer, als wir erwartet hatten. Ich bin einfach der Meinung, dass wir heute sehr aggressiv und gut gearbeitet haben und Oberhausen zu Fehlern gezwungen haben und deswegen auch klar die bessere Mannschaft waren. Dann Glückwunsch zum Sieg und schönen Abend noch. Dankeschön.